Ein herzliches Willkommen zurück zu Subnautica Below Zero. Wir spielen das Ganze weiter. Ich habe mich noch mal ein bisschen so informiert, wie die ganzen Mechaniken funktionieren. Ich werde mich aber hauptsächlich auf die Story konzentrieren, was das Ganze angeht. So, wir gucken jetzt mal. Ich hatte mir vorgenommen, dass wir... Ach ja, wir haben letztes Mal zum Schluss diesen Metalldetektor, also das Rezept gefunden und den gebaut. Da ist wieder ein Pico. Oh, das sieht so schön aus, ne? Ganz ehrlich, also wirklich. Jetzt müssen wir erstmal gucken. Genau. Was ich nämlich einmal... Wir waren nämlich schon da vorne. Wir müssten einmal gucken. Genau, Landekapsel. Das bleibt doch erstmal so. Hier sind noch die ganzen PDAs, aber die werde ich mir jetzt nicht unbedingt durchlesen. Gehen wir einmal kurz rein. Wir werden auch noch weiter erforschen, wir werden weiter scannen. Ich wollte mir jetzt aber erstmal ein Ziel setzen, von wegen Reparat... Ne, das brauchen wir gar nicht, fällt mir gerade auf. Quadratkabelsatz. Wir könnten uns einen Kompass machen, das wäre vielleicht hilfreich. Kabelsatz Silbererz. Okay, Silbererz. Und wir brauchen... Was brauchen wir noch? Bei Kompass... Ah, Kupferdraht. Ja gut, Kupferdraht haben wir ja. Das heißt, wir brauchen Silbererz. Guck mal, da können wir direkt den Metalldetektor benutzen. Salzablagerung. Silbererz. Ah, ich denke, dass man das hier nicht finden kann, oder? Wir gucken mal. Wir gehen mal ein bisschen weiter runter. Karte lassen wir aus, weil wir müssen Energie sparen. Hier sind tatsächlich... Wir könnten mal hier rein. Hier waren wir schon, ja. Aber hey, hier gibt es wenigstens diese Dingspflanzen. Es gibt auch noch kein... Also wir haben noch keine andere Mission oder so. Deswegen würde ich sagen, dass wir jetzt auch erstmal erforschen und Ressourcen sammeln. Und gegebenenfalls Pläne aufstellen. Ich möchte jetzt aber erstmal einen Kompass haben. Das wäre... Ah, genau, die brauchen wir auch. Diese Geißelkörbchen oder wie die heißen. Was ist das denn hier? Ah, Signalbullion haben wir aber, ja, die haben wir schon, das ist interessant. Können wir, nee, können wir nicht. Gegenstand Wasserflasche, das ist gut, ja. Das ist auf jeden Fall gut, weil dann können, Geißelkörbchen, oder, warte, wie heißen die? Geißelkörbchen, ja. Dann können wir die nämlich mitnehmen, dann haben wir mal welche auf Reserve für Batterien. Finde ich auch besser als Tischkorallenproben aus Subnautica 1. Mir ist auch aufgefallen, in der letzten Folge habe ich sehr oft statt, was ist das hier? Statt, oh, ja genau, Seban, das ist der andere Zyklop, sage ich jetzt mal. Ich habe sehr oft Satisfactory statt, Subnautica gesagt. Ist ein bisschen peinlich, aber naja. Oh ja, wir haben... Oh, als ob wir jetzt schon die Seban... Nee, warte, drei brauchen wir, ne? Oha. Obwohl, ich glaube, so Seban... Ich glaube, es wäre cool, wenn die... den brauchen wir wegen Wasser. Wenn da so mehrere Teilchen, Teile wie beim Zyklopen... Wir müssen einmal nach oben. Ja, es wäre cool, wenn so Brückenelement und so... Das wäre, glaube ich... Das wäre, glaube ich, besser. Oder was heißt besser? So 200 Meter schon. Ja, gut. Aber vielleicht kriegen wir hier auch Silbererz drin. Aber wait, ich würde vielleicht das so machen, dass wir, wenn wir schon einen Teil haben, dann können wir direkt nach der Seebahn-Dings da gucken. Wir haben die Seebahn, als ob wir die Seebahn haben. Alter. Wir haben die Seebahn. Ah nee, warte, das sind Teile. Stimmt, es gibt Module, ja. Stimmt. SOS. Ja, dreimal lang, dreimal kurz, dreimal lang. Oder andersrum, weiß ich nicht. Nee, dreimal kurz. That sounds like a distress call. Ah. Transmission of unknown origin. Source of transmission depth calculated at approximately 200 meters. Mhm. Wo ist das? Warning. 30 seconds of oxygen remaining. Ja, ja, das ist mir schon klar. Boah, das sieht irgendwie voll schön aus. Ich dachte, er hat gerade ein Signal aufgefangen, oder nicht? Warte mal, Spracherzeichen, das kennen wir. Die Tiefe berechnet auf ca. 200 Meter. Ach so. Vielleicht hier vorne. Jo, Digga. Vielleicht, wenn man runtertaucht hier. Ja, eigentlich war es ja 100 Meter. Ah, lol. Hier gibt es eine Dings, ne?
Yes, okay, die brauchen wir. Tauchflasche mit hoher Kapazität. Konstruktionswerkzeug. Nice. 30 seconds of oxygen remaining. Ja, chill. Das wird so knapp. Oh Gott, wir müssen raus. Das schaffen wir nicht mehr. Nein, das kann jetzt nicht sein. Nein, wir sterben. Als ob. Wie haben wir das denn jetzt hinbekommen? Lol. Ah, da ist nochmal eine. Also. Ja, okay, ich weiß jetzt nicht, wie wir das hinbekommen haben, aber. Egal. Ja, Seebahn. Folgendes Problem: Wir haben nämlich kein Silbererz. Geht's noch weiter runter, Digga. Warning: Passing 200 meters. Oxygen efficiency greatly decreased. Oh mein Gott, nee, das schaffen wir. Oh, da ist irgendein Monster oder so. Habt ihr es gehört? Nee, bloß weg hier. Titan können wir fallen lassen. Fischkoralle. Die kennen wir ja aus Subnautica. 30 seconds of oxygen remaining. Wir müssen hier da vorne. Bitte. Ja, die hat Luft. Okay, das war jetzt ein bisschen knapper. Oxygen. So, wir gehen jetzt nach oben und dann gehen wir zurück. Nämlich die Taucherflasche machen. Warning. 30 seconds of oxygen remaining. Ja, da ist wieder dieser Lupschaugenfisch. Aber von unten sieht das voll schön aus. Guck mal, jetzt abgesehen von diesen Effekten. Von Regen oder Hagel oder was das ist. Ich denke mal, nee, Schnee. Boah, wenn man später erstmal diese Teleporter-Dinger hat oder so. So, da sind wir zurück in der Base. Let's go rein. Oh mein Gott, wir haben voll viel mehr, ja. Standardtauche Silbererz. Wir haben kein Silbererz, das ist das Problem. Oh Gott, okay, das ist ja weit, weit entfernt. Seebahnerweiterung. Glas können wir herstellen. Aber nur ein Glas Titanbahn brauchen wir. Jo, Synthetikfasern. Jetzt müssen wir einmal gucken. Kompass nicht. Wir machen jetzt erstmal die Standardtauchflasche, weil die ist wichtiger. Glas brauchen wir, dann brauchen wir Silbererz. Und die Standardtauchflasche haben wir ja so oder so. So, nochmal zwei Quarz, das ist ja easy. Können wir, ja, guck mal hier. Hier ist kein Quarz. Hier auch nicht. Hier auch nicht. Ja, jetzt finden wir hier keinen Quarz, aber diese Geißelkörbchen, die sind auch relativ wichtig, würde ich mal behaupten. Quarz. Hallo, hier. Gut, Quarz haben wir. Dann fehlt uns, ja, Silbererz. Jetzt weiß ich noch nicht, wo kriegen wir Silbererz her. Hängt das hier auch einfach so rum? Oder vielleicht sollten wir mal in die Höhlen gehen oder so. Das wäre tatsächlich mal eine Idee. Aber da bin ich mir nicht sicher. Das... Na egal, wir gehen mal kurz. Genau, perfekt. So, wir gucken mal hier vorne, ob es hier irgendwelche da unten in den Höhlen eine Möglichkeit gibt, an Silbererz zu kommen. Da könnten wir auch diesen Detektor da benutzen. Titan werden wir irgendwann nochmal brauchen, aber nicht jetzt. Oh. Okay, wo sind wir denn jetzt hier? Ein Pinguin, der einfach nur AFK rumsteht. Oh. Ey, die sind so süß, ne? Ich will euch als Haustier. Ich weiß nicht, wie man so süß sein kann. Ja, auch wenn es ein Spiel ist, sie sind so unwahrscheinlich süß. Was ist das? Ah, Seegletter, ne? Ah. Quarz kann man immer gebrauchen, eventuell.
Ah, was ist das denn? Oh. Ja, irgendwelche Knollen. Ja. Nehmen wir mal 4 Stück mit, gerade Zahl ist immer besser. Was ist das? Ein Kalb. Kreaturenei brauchen wir ja nicht, soweit ich weiß. Ja, sonst Salzablagerung. Wir haben Silbererz. Boah, danke. Was war denn das gerade für ein Aufschuss oder so? Irgend so ein anderer Aufschuss. Aber jetzt wissen wir wenigstens, wo wir das herbekommen. Das ist, Oxygen. Ja, ja, Oxygen. Oh, 100 Meter entfernt. Ist gar nicht so weit. Aber hier ändert sich das Biom echt schneller als in Subnautica 1. Im Sinne von der Übergang. Guck mal da vorne. Man kann einfach hinsehen mäßig. So, rein. Genau. Perfekt, wir können die... Ach so. Wir müssen die... Ich muss die Dings abnehmen. Es fehlt mir Titan, ne? Nee, oder? Perfekt, so. Jetzt haben wir die mit hoher Kapazität befüllte Sauerstoffflasche. Prima. Stark komplettiertes Atemluftgemisch. Okay, wir haben die... Ja genau, die Flossen haben wir. Wie viel haben wir jetzt? O2. Ich hätte Switch umkommen. 132. Tschüss, okay. Und wie viel? 45 oder was war das? Egal. Der Turnei, der Rest ist da schon verrottet, witzigerweise. Hm. Fuck, wir hätten links Wasser. Ah. Gut, ich will nichts gesagt haben. Wir haben auch leider nicht mehr so viel links Ätze Storage. Da können wir schon mal ein bisschen. Guck mal, Glas zum Beispiel, das kann ja alles rein. Jetzt gucken wir mal. Kompass lassen wir erstmal. Das Konstruktionswerkzeug. Kabelsatz, Computerchip, Batterie. Batterie können wir schon mal machen. Dann haben wir nämlich einmal... warte mal, wo ist denn das? Ah ja, Konstruktionswerkzeug, genau. Silbererz müssen wir noch 2 Stücke finden. Ja. Gott, erstmal zurechtfinden. Ich habe dieses Interface ewig nicht mehr benutzt. So, Kupferdraht. Genau, dann brauchen wir einmal Kabelsatz und Computerchip. Computerchip. Ah ja, Gold- und Tischkorallenprobe. Das kriegen wir hin, ja. Jetzt müssen wir gucken, aus welchem kommt denn das raus? Titan. Kupfer. Ah, mir fällt auf, die Dinger respawnen ja nicht, lieber mitnehmen. Insofern es kein Titan ist, weil Titan kriegt man wirklich überall her. Wobei, hier gibt es keine Wrackteile. So. Wo gibt... Ah, guck mal hier. Nee, Titan braucht niemand. Wo kriegen wir Gold? Ja, wir können wieder hier hingehen wegen Silbererz. Aber wir brauchen... Ach, das ist Titan. Das ist echt nicht toll, du. Nee, das ist auch Titan. Ist alles aber Titan. Oh, wir sind mitten unter dem Eisschollen, das ist nicht so gut. Oh, diese Musik, ne? Jo, was ist das? Hoppe. So, einmal Luft holen und dann...
Ab in die Tiefe. Kann man dich irgendwie zerschneiden oder so? Oh. Oh, das lassen wir mal lieber. Oh, hier ist ein Kegelpinguin. Oh, die sind so süß irgendwie, ne? Ehrlich. Ein Fisch. Oh, oh, nein. Nein. Da war irgendwas mit mobiler... Die mobile Fahrzeugstation. Oh, drei Stück, okay. Ja, das ist Seegleiter, das bringt uns aber nichts. Fuck. Wir brauchen noch mehr. Gut, jetzt brauchen wir uns aber nicht mehr so auf... Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das Ding gibt's hier auch. Das gibt's nicht, ne? Aber diesmal lässt das Schwefelkristall direkt fallen, okay. Oh, ich hasse diese Dinger, ehrlich, ne? Mir fällt gerade auf, wir haben doch das Ding. Wieso suchen wir nicht einfach danach? Silbererz. Ah, ich glaube, wir müssen den Dings... nicht Kalkstein... Galentinaufschuss. Ja, genau. Wieso kommt denn überall nur Titan raus? Jetzt mal ernsthaft. Titan, ich brauch Gold. Hallo. Das ist echt nicht toll, ne? Da. Nee. Hä? Ach nee, weiter nach hier, ne? Ah. Titan, komm. Das kann doch nicht sein, dass es hier nur Titan gibt, ne? Ah. Nee, hä? Ach, da. Blei. Ich glaube, das ist nicht das Richtige. Mit diesen Galentinen. Nee, das ist nicht das Richtige. Einen suchen wir noch, aber wenn dann nichts kommt, da, jo. Irgend so eine fette Eisscholle oder wie die Dinge heißen. 109 Meter und man findet nichts. Was ist das hier? Vielleicht ist das das Richtige. Ja, das ist, glaube ich, das Richtige, ne? Ja, Ankatin oder so. Und jetzt können wir auch danach suchen, ne? Ja. Nice. Dankeschön hier. Ah, ne, das ist... Silbererz, danke. Oh mein Gott, wir nehmen direkt auf Reserve mit, ne? Ja, Titan, okay. Was ist das hier? Yo. DA? Was ist... Oh ja, Fragment der mobilen Fahrzeugstation, das brauchen wir. Nice, okay, perfekt. Guck mal, wir sind einmal im Kreis gedings, ne? Ja, tatsächlich. Und rein da. Perfekt. Das heißt, wir können einen Kabelsatz machen. Perfekt. Und direkt den Computerchip. Ach nee, uns fehlt Gold. Gott. Gut, dann machen wir jetzt aber erstmal einen neuen... ist Wasser irgendwo da? Wir brauchen eine neue Batterie für unsere... Uns fehlt dieses... Guckt, ich sag's auch gut, dass wir es mitgenommen haben. Ah, nee. Würde ich jetzt den Kompass machen, da müssen wir nochmal suchen, das wäre nicht so toll. Wir brauchen Gold. Genau, kann man hier mit Gold suchen? Gold, ja. Eventuell finden wir ja Gold auch in sowas hier, obwohl hier waren wir schon drin. Jetzt sind wir wieder hier vorne gelandet, das ist, ja. Wir kommen irgendwie immer an dieser Stelle raus. Silbererz, nein, Gold. Oder wir müssen mal gucken, wieder nach diesen Galentinen. Vielleicht sind da die... Leine, ich glaube, das ist das falsche Titan. Akantit. Hier, Calaverit, oder wie das Ding heißt. Ich glaube, darin sind mehr die goldenen Sachen vorhanden. Galenit. Ah, guck mal, das war sogar...
Aber hier sind wir, glaube ich, falsch wegen Gold, meine ich. Ja. Wir müssen. Ja, genau, hier müssen wir. Oder? Nee. Warte, das ist ja. Waren wir hier schon? Ja. Witzigerweise waren wir hier schon. Dieser Farbwechsel. Kann doch nicht sein, dass es hier gar nichts gibt, oder? Ist die Map doppelt so groß gefühlt im Sinne von. Also ist sie das? Weil. Die kommt mir, stehe ich jetzt schon so groß vor. Ah, da ist wieder der. Da ist wieder dieser Lochfisch. Moin. Komm mal bitte durch. Ich bin denn so witzig. Aua. Wieder irgendwelche verborgenen Feinde hier oder so. Das ist schon wieder ein Lochfisch. Ich würde sagen, wir gehen jetzt auch nicht weiter runter, sondern gehen jetzt zurück. Das kann man scannen. Perfekt. Ja. Ringelpilz, auch wichtig und richtig, I guess. Perfekt, wir haben kein Inventar mehr. Jetzt ist er wieder auf Blei umgewechselt, oder wie? Ach Leute, wo gibt's denn diesen Calverinitin-Aufschuss? Ich will doch nur ein Gold. Was? Die Delta-Station, ich erinnere mich, vor drei Jahren ungefähr. Oder nee, nicht drei Jahren, zwei Jahren. Ich weiß es nicht mehr. Ich hatte es irgendwann mal gemacht, drei oder zwei Jahren, ich weiß es nicht. Da war das Ding, glaube ich, frisch aus der Early Access raus. Obwohl, nee, gar nicht, oder? Ich kann mich an irgendwas mit so einer Station noch erinnern, wo man aus einer Station rausgelaufen ist. Ich bin mir nicht mehr sicher. Ich würde auch ehrlich gesagt jetzt nicht auf meine Erinnerung vertrauen. Deswegen lassen wir das mal. Was ist das hier? Titan, oder? Ja, was denn auch sonst? Information, die Aufnahme geht jetzt exakt 30 Minuten. So, ich habe mich jetzt auch mal ein bisschen informiert. Wir gehen in Richtung der Delta-Station. Wir werden da noch nicht drauf gehen. Da werden wir im nächsten Part hingehen. What the fuck? Was ist das? Okay. Ach nee, hä? Da hätten wir das ja easier finden können. Na, egal. Eine Leuchtfackel brauchen wir nicht. Einen Nährstoffblock könnten wir allerdings brauchen. Sonst gibt's hier nichts. Okay, dann würde ich sagen, geht's weiter. Ich finde es auch interessant, so wie die ganze Story aufgebaut ist. Ich habe mir jetzt noch nicht so viel durchgelesen von den PDAs her, aber so hier zum Beispiel Data Station und Co. Das ist interessant. Übrigens, wir sind hier, genau, hier ist richtig. Hier sollten wir Gold finden. Genau, hier gibt es nämlich irgendwo mit so. Jo, Digga, was ist. Wer ist er denn? Also irgendwie habe ich hier gerade so ein bisschen Schiss, dass wir hier drauf gehen. Hier, genau, hier ist dieser Calaverit-Aufschuss. Der Titan. Das Titan lassen wir generell mal fallen. Wir müssen jetzt einmal gucken. Oh, jo. Und zwar genau hier. Und da in den Ritzen soll Gold überall sein. Mineral rich crevices detected below. Geothermal activity detected. Caution advised. Gold, perfekt. Jo. So, hier müsste jetzt irgendwo Gold sein. Ich weiß nicht wo, aber irgendwo. Jo. Nee, da gehen wir noch nicht hin. Ich will mir jetzt hier nicht so viel vorwegnehmen. Das ist die Frage. Ich habe mir jetzt nicht genau angesehen, wo, aber ich glaube, zwei Gold sollten jetzt erstmal reichen, ne? Ja. Ich würde sagen, wir gehen zurück. Zwei Gold sollte passen. Ah, lol, hier sind wir, okay. So, noch 100 Meter. Ich bin mal gespannt, ob wir jetzt alles craften können. Und rein da. Da, Computerchip, perfekt, nice, wir haben's. Yes. Bin mal gespannt, was wir alles damit machen können. Baupläne für Notunterkunft, ah ja. Yes, nice. Da ist der Bioreaktor, da können wir, glaube ich, Pinguine reinstellen.
Ach, guck mal, wir können das sogar direkt bauen, oder nicht? Oh, ne. Dekonstruieren. So, nun gut. Ich würde aber sagen, das war's dann für heute. Wir haben es geschafft. Wir haben das Konstruktionswerkzeug. Wir haben die Delta-Station, die Koordinaten gefunden. Und wir haben eine Tauchflasche mit hoher Kapazität freigeschaltet. Und wir wissen jetzt, woher wir zumindest die Basic-Materialien bekommen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.